Und da ziehen wir das hier raus. Und machen hier einfach mal ganz ungeniert so einen Zaun hin. Eins, zwei, drei. Quasi eine 7er Breite. Und dann müssen wir da noch irgendwann mal. Was heißt irgendwann? Wir müssen da Gatter reinmachen, dass das auch noch was aussieht. Dass man das auch mal öffnen kann. Deswegen mache ich die gerade wieder weg. Und jetzt kloppen wir das hier mal weg. Es muss ja dann auch nicht so weit reingehen. Ich würde das fast schon Natur lassen, weil es hat irgendwie was, finde ich. Dass dann da quasi die Pferde wohnen und dann immer für die Patrouillen und so weiter, dass sie da ordentlich versorgt sind und so weiter und so fort. So, ich musste mal kurz husten. Ich habe ein bisschen Halsprobleme wieder. Aber das hat euch ja nicht zu stören. So. Herrlich. Das Schönste ist an so einem Freitag, dass man immer das ganze Wochenende vor sich hat. Und dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Herrlich. Einfach herrlich. So. Ich glaube, ich werde es doch noch mit Holz auskleiden. Von innen. Habe überlegt, ob ich das bis hinter mache. Und ich habe mich nämlich gerade dran, außer die Decke. Die Decke, die werde ich so lassen. So. Gleich geht unsere Spitzhacke kaputt. Wie ich das so sehe. Aber eigentlich ist das schon ganz schön luxuriös hier, was die hier haben. Die Pferde. Mensch, der macht ein Hin- und Hergesporne. So, jetzt ist Ruhe hier mit dem Gesporne. So. Den Kram, den Kladderadatsch hier drin. Stein, Steinboden, kommt, den nehmen wir auch raus. Die Äpfel können wir wegtun. Ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen eindecken. Was nehmen wir für Holz? Das überlege ich auch schon. Fichte ist zu dunkel, finde ich. Ich glaube, wir nehmen wieder Steno-Holz, oder? Hier. Normale. Eiche. Oder Birke. Birke mal. Komm, wir nehmen Birke. Ich glaube, wir nehmen Birke. Ja, Birkenholz. Das wird nicht reichen, da müssen wir noch ein bisschen Birke mitnehmen. Die können wir dann aber so machen. Aber wir haben doch noch so eine blöde Spitzhacke mit, fällt mir gerade auf. Nahrung. Zur Nahrung geht's hier hin. Nee. Nahrung ist hier. Also geben wir mal kurz. Komm, wir tun hier mal kurz das Zeug rein, damit wir uns erstmal aufs Wesentliche konzentrieren können. So. Ui. Her damit. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht rausschmeißen. Mann, jetzt habe ich es doch rausgeschmissen. Y. Mensch, die Steuerung, die macht einen fertig. So. Ja, dann machen wir das doch so. Stöcke. Wir brauchen nämlich noch zwei Gatter, um genau zu sein, drei eigentlich. Aber zum Glück kann man die stacken. Dass man da dann schön noch die Chef
Also halt für den Kommandanten, für die goldene, für das Pferd mit den goldenen Rüst, mit der goldenen Rüstung können wir dann schön noch machen. Das Schöne fand ich an dem Texturenpaket, Cartoon-Texturenpaket, war, dass es um einiges heller ist. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat mir besser gefallen. So, das reicht doch dann auch schon, finde ich. Also so von der Größe her. Es ist ja wirklich nur eine Box halt, wie Pferde heutzutage auch gehalten werden. Jeder in seiner Box. Zugang zu Artgenossen reicht doch. Man muss es doch nicht übertreiben. Hier unten mache ich Erde hin. Außerdem sind wir hier in einem alternativen mittelalterähnlichen Setting. Und da kann man das schon mal machen, finde ich. Finde ich vollkommen in Ordnung. So. Ich habe mit Absicht das Fichtenholz genommen, das Birkenholz genommen, damit das schön ist für die Pferde. Ganz einfach. Die Decke, die lasse ich stein. So. Ziehen wir hier noch schön die Sachen raus. Haben wir dann auch gleich, können wir dann auch gleich wieder Cleanstone herstellen und tun es dann in den Ofen. Haben wir Fackeln da? Okay, Fackeln haben wir da. Das ist gut. Ich mache jetzt einfach mal hier eine hin und da eine. Ein Block. Und setze hier schon mal Fackeln dran, dass wir hier wenigstens in Ruhe arbeiten können. Arbeiten. Ja. Ganz schöner Stress. Hier, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir machen hier schön unsere. Ich habe eigentlich ganz schön großfressig behauptet, dass wir, zumindest vor ein paar Folgen, habe ich gesagt, dass wir uns jetzt nur noch um. Erstmal nur um die Ausstattung unseres Dorfes kümmern. Entschuldigung an dieser Stelle. Ihr seht's ja, ich mache gerade was anderes, aber dadurch, dass wir. Ich habe ja im Rahmen unseres Dorfplatzes, habe ich ja danach, war ich ja am Nether. Wer es nicht weiß, der guckt sich nochmal die letzten paar Folgen an. Der sieht dann, was abgelaufen ist und kann sich erfreuen dran. Grüße an dieser Stelle an alle, die heute zum ersten Mal zuschauen. Und ja, herzlich willkommen. So würde ich es lassen eigentlich. Vielleicht würde ich hier noch eine Abstützhilfe hinmachen. So, ja, das hier. So. Das ist doch in Ordnung, kann man doch so lassen eigentlich. Ich würde da noch ein bisschen Heu reintun. Das mache ich jetzt am besten jetzt gleich. Mache ich jetzt gleich. Da müssen wir erstmal einen Heuballen herstellen. Hinherstellen. Halt. Zurück. Heuballen herstellen und Wasser vielleicht, dass die auch versorgt sind. Also Heu und Wasser. Ja, ich glaube, so viel Zeit nehmen wir uns einfach mal. Und dann haben die auch ihre schönen Domizile. Wir brauchen ja nur 3 Stück eigentlich.
Mir ist mal aufgefallen, dass wir mit ganz schön großen Schritten auf die nächsten 100, auf die 200. Folge Minecraft zu steuern. Unglaublich. Aber spielt zurzeit wirklich Minecraft am liebsten. Alles andere, was ich so nebenbei spiele, würde ich nicht let's playen. Ganz ehrlich. Kein Scheiß. Hätte ich nicht so richtig Lust drauf, muss ich zugeben. Und deswegen mache ich es auch nicht. Und so sollte man das Ganze ja handhaben. 1, 2, 3. Jetzt ist uns ganz schön viel wieder flöten gegangen. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier unsere große Baustelle hier drüben. Nee, so rum nicht. So. Dann brauchen wir noch unsere Eimer. Ja, Eimer. Eimer brauchen wir auf jeden Fall. Die sollen ja schon ordentlich versorgt sein, weil die müssen rund um die Uhr bereit sein für Einsatz, für... Ja, für einen Ernstfall eben. Oder auch nur leichtere Bodengänge. Nicht Bodengänge, sondern Botengänge. Und ja, dafür müssen die halt rund um die Uhr gerüstet sein. Rund um die Uhr. Ja, hier wollte ich ja eigentlich das Zeug holen. Hier, Netherquarz. Und dann habe ich die Pferderüstung gefunden in der Netherfestung. Ja, und da musste ich natürlich letzte Folge erstmal ein paar Pferde holen. Pferde zähmen. Ich habe ja auch Sättel gefunden. Das ist ja auch eine Menge wert. Wir brauchen... Die Eimer. Die sind im Werkzeugabteil. So, mal schnell zwei mitgenommen. Und da geht's voll los. Aufnahme läuft, ja. Hab ich einfach gerade nochmal ganz ungeniert geguckt. So, Strömungsverhalten ist nicht da, zum Glück. Das kann ich immer nicht leiden, wenn vollkommen aus unersichtlichen Grund Strömungsverhalten entsteht. So. Hierhin. Einfach mal Wasser hingemacht. Und dorthin. Einfach mal Wasser hingemacht und dann ist gut. So. Hier drüben. Ein Heuballen. Und hier drüben ein Heuballen. Und dann ist gut. Oh. Den kann man... Ich würde den lieber nicht so hinstellen, sondern doch lieber so wie den anderen gerade. So. Dann sieht man es auch, dass das Heu ist. Schön spiegelverkehrt. Und jetzt... kommen die Gatter rein und dann sind die zwei Boxen auch schon fertig. Und dann machen wir hier drüben noch eine hin. Hier so. 1, 2, 3. Aber eigentlich ist das ganz schön gemein, finde ich. Gemein. Ganz schön gemein ist das. Die haben dann gar nichts miteinander zu tun und so. Ich glaube, da muss ich mir noch was überlegen. Ja, ich glaube, da werde ich noch was ändern. Aber erstmal hole ich die zwei Pferde. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Um Klaus und Klaus zu zitieren. So, wir brauchen eins mit Eisenrüstung. Also hier das hier hinten. So, wieder zurück und hops. Ja, wir haben es geschafft. Ah, durchs Wasser gehen die ja nicht so gerne, die Viecher. Die sind halt unglaublich praktisch auf unwegsamem Gelände, wie man sieht.